und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin heute wieder in der Küche. Ab nächster Woche gibt es wieder Videos aus dem Büro. Es sind Ferien bei uns, deswegen habe ich jetzt auch tatsächlich lang hin und her überlegt, ob es jetzt sinnvoll ist, ein Video anzufangen. Also es kann sein, dass ich ein bisschen was zusammenschneiden muss, aber ja. Ich brauche die Sachen, die in den Kartons sind, und ich wollte euch mitnehmen beim Auspacken. Also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht genau, was alles drin ist. Das sind 3 Stück, die packen wir jetzt zusammen aus. Aber ich hoffe, dass eine bestimmte Lampe dabei ist, die ich euch natürlich zeigen wollte. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und ich nehme mir einfach mal das erste Paket von ganz oben und wir gucken da mal rein. Ich warte auch noch auf Flash-Sale-Bestellungen. Und für alle, die sich dieses Video jetzt anschauen, unsere Schatztruhe wurde am 1. November neu aufgefüllt. Das bedeutet, es gibt viele neue Schnäppchen mit bis zu 60% Rabatt. Da sind echt schöne Sachen drin, also schaut wirklich mal rein. Ich verlinke es euch in der Infobox. Da kommt ihr quasi direkt zur Schatztruhe. Und ich finde, man kann da super toll ein paar Weihnachtsschnäppchen jetzt machen. Ich meine, wir sind schon im November. Ich finde es Wahnsinn, wie die Zeit jetzt verstrichen ist. Ich glaube, da ist sie schon, wie die Zeit jetzt verstrichen ist, weil ja, Weihnachten steht vor der Tür und irgendwie ist gefühlt das ganze Jahr so an mir vorbeigeflogen. Also es ist der absolute Wahnsinn. So, schauen wir mal. Ja, da ist sie. Da ist sie, unsere Harry Potter Weihnachtslampe. Ich werde nämlich heute ja, bei uns zu Hause dekorieren. Das heißt, ich stelle meine Weihnachtslampen auf. Ja, bei mir ist es tatsächlich so, wenn Halloween vorbei ist. Also hier hinten seht ihr gerade noch meine Halloween-Mini-Lampe von The Nightmare Before Christmas. Und ja, wenn Halloween vorbei ist, dann verschwindet quasi bei uns der Herbst und Weihnachten zieht ein. Ich finde, wir haben so wunderschöne, tolle Weihnachtslampen, dass ich die einfach auch ein bisschen stehen haben will, ein bisschen was davon haben möchte. Und ja, wer da ein bisschen zuschauen möchte, der kann gerne mal auf Instagram rüberspringen. Da nehme ich euch ein bisschen beim Dekorieren mit. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal diese wunderschöne Lampe. Die könnt ihr übrigens auch noch bestellen. Also das ist ja unsere Hogwarts Weihnachts Edition. Und ich hätte eigentlich tatsächlich gedacht, dass die total schnell ausverkauft ist, weil die ja schon was ganz Besonderes ist. Also es ist eine Lampe, die eine Projektion an die Wand hat. Viele dachten tatsächlich, dass das einfach nur auf den Werbebildern so aussieht. Aber es ist echt. Ich zeige euch das jetzt dann auch gleich mal. Wir stellen die jetzt dann gleich mal zusammen. Also wenn wir alles ausgepackt haben, stellen wir die mal zusammen auf an der Wand, dass ihr das seht, wie das aussieht. Und wie gesagt, bestellbar ist sie noch, aber es gilt nur, solange der Vorrat reicht. Also bleibt am besten bis zum Ende mit dran, dass ihr das nicht verpasst. Also viele von euch kennen ja unsere Hogwarts-Burg. Also wir haben ja auch die normale Harry Potter Weihnachtslampe. Weihnachtslampe, das ist die normale Burg halt. Und das ist jetzt die Weihnachtsausführung. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt so gut erkennen könnt, aber seht ihr das? Also das ist auch hier oben kein normales Weiß, sondern das ist richtig glitzernd, also so Perlmutt. Muss ich jetzt dann definitiv auch gleich in meiner Instagram-Story noch zeigen. Und hier hinten ist quasi dieses, wie nennt man das? Dieses Ding halt, was euch das Bild dann an die Wand wirft. Und hier unten, ich zeige es euch, wenn die dann steht an der Wand, weil da kann ich es euch besser abfilmen, weil die wirklich so schön gearbeitet ist mit so vielen schönen Details. Ja, wie gesagt, findet ihr auf meiner Website unter der Rubrik Kollektionen, lizenzierte Kollektionen Harry Potter, und da findet ihr sie. Wie gesagt, es gilt nur, solange der Vorrat reicht. Und wir haben hier auch keine Glühbirne. Also wir haben hier nichts, wo wir aufmachen können. Wir haben hier oben die Schale fest eingebaut und hier unten ist dann die ganze Technik drin. Das heißt, wenn irgendwas an dieser Lampe, jetzt kommen glaube ich schon die ersten Kinder, wenn irgendwas an dieser Lampe nicht mehr funktioniert, bekommt ihr eine komplett neue von Sensi. Das sind auch wir Berater da. Das heißt, wenn ihr über meine Webseite bestellt, bin ich immer für euch da, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Das heißt, wenn irgendwas, was brauchst denn du, Schatz?
Das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann gebt ihr mir Bescheid und dann kümmere ich mich darum. Da habt ihr gar nichts damit zu tun. Ihr habt bei Sensi natürlich auch eine Zufriedenheitsgarantie. Das heißt, wenn euch Düfte nicht gefallen oder sonst irgendwas, einfach immer Bescheid geben. Kann man sich um alles kümmern, kann alles geklärt werden. Genau. Freue ich mich total, die aufzustellen. Die kommt nämlich in mein Wohnzimmer heute und auf die habe ich nämlich auch gewartet, dass quasi die Weihnachtslampen komplett sind. Aber wie gesagt, die zeige ich euch nochmal komplett, wenn die anderen Kartons alle ausgepackt sind. Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Nein. Hallo. Okay. Machen gleich mal weiter mit dem nächsten. Ups, oh, der ist echt schwer. Also der ist wirklich schwer. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich vermute jetzt vielleicht Flash Sale, das ist vielleicht ein Badesalz oder so. Die wiegen ja doch einiges. Und da gab es ja wieder Badesalz zu kaufen. Ja, das ist. Toll, jetzt hast du meine Kamera umgeschmissen. Ja. Gehst du? Aber möchtest du nicht mit dem Luca ein bisschen spielen? Die Mama wollte hier schnell was machen. Ja, in das Ferienhaus gehen wir jetzt nicht, Schatz. Naja, weil da muss man ja in Urlaub fahren. Du hast nächste Woche wieder Kindergarten. Geh mal schon mal wieder hin, okay? Nimmst du das Pferd mit hoch? In Urlaub. Na, jetzt noch nicht, aber bald. Okay? Ja, nimmst du das Pferd mit hoch zum Luca? Okay, gucken wir mal, ob es funktioniert. Genau, reite mal hoch damit. Also, das hier ist auf jeden Fall eine Flash-Sale-Bestellung. So, ich weiß gar nicht, was ich da alles bestellt habe. Muss natürlich gucken, was für mich ist und was für Kunden sind, aber ich habe auch ein bisschen was mitbestellt, glaube ich. So ein, zwei Sachen. Ich habe mich zurückgehalten. Ich habe hier einmal einen Bar und zwar Birthday Wishes. Dann haben wir Very Merry Cranberry. Der ist ein bisschen öfter hier, ich glaube fünfmal oder so. Das ist ja ein Duft, den ich persönlich sehr, sehr gern mag, so zur Weihnachtszeit. Und der wurde aus dem Sortiment genommen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum. Also ich fand den sehr, sehr gut. Der war auch tatsächlich lange Zeit im Katalog. Jetzt ist er weg. Und deswegen habe ich hier nochmal zugeschlagen beim Sale. Und an dieser Stelle nochmal, schaut unbedingt in die Schatztruhe rein. Denn da sind auch einige Sachen jetzt drüber gewandert, die quasi vom Flash Sale übrig geblieben sind. Da könnt ihr da quasi auch ja, nochmal zuschlagen, nochmal Schnäppchen machen. Dann habe ich Swirling Snowflakes. Das ist auch ein echt guter Weihnachtsduft, Winterduft. Also ich sage jetzt mal, oh Gott, jetzt fängt einer an, Flöte zu spielen. Ich sage jetzt mal, das finde ich ist der perfekte Duft für nach Weihnachten. Das heißt, so Weihnachten rum haben wir ja die ganzen würzigen, warmen Düfte. Und ich werde gerade irritiert von den Flöten. Hallo, wer spielt denn da Flöte? Könnt ihr das bitte oben machen? Geh mal mit der Flöte hoch. Ja, aber so ist es mit Kindern, ne? Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich vor 4 Jahren zu Sensi gefunden habe und überhaupt die Möglichkeit habe, mit meinen ganzen Kindern hier zu Hause zu arbeiten. Ja, du hast die Flöte. Dein Spider-Man-Kostüm. Das ist da außen noch an der Garderobe. Hör mal jetzt bitte auf zu flöten. Luca, da außen an der Garderobe liegt sein Spider-Man-Kostüm. Nimmst du ihn bitte mal mit hoch und ziehst ihm das an? Du, ich habe die Kamera hier laufen. Ja? Na, du gehst heute nicht zum Sportplatz und du nimmst es jetzt bitte mal mit. Danke. Gott.
So, ich hätte jetzt auch sagen können, ich schneide das alles, aber so ist es halt real, ja, so ist das Leben. Wie gesagt, ich bin ja damals zu Sensi gekommen, weil ich wirklich was gesucht habe, was ich irgendwie als Mama so mit meinen Kindern vereinbaren kann. Dass es mal das wird, was es jetzt ist, habe ich damals tatsächlich nicht für möglich gehalten. Ja. Okay, jetzt muss ich doch mal kurz abbrechen, das ist zu chaotisch. Ich habe euch ja vorgewarnt, dass das Video eventuell ein bisschen chaotisch heute wird. Ja, aber wie gesagt, ich bin wahnsinnig dankbar, damals diese Chance ergriffen zu haben. Ja, und wie gesagt, es ist so viel möglich mit Sensi, was man gar nicht glaubt. Also ich glaube, ganz, ganz viele, die glauben, ja, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist nichts für mich. Habe ich auch gedacht. Und jetzt sitze ich hier nach 4 Jahren und ja. Drin Video. Egal, wir machen jetzt weiter. Also Swirling Snowflakes ist auch ein sehr, sehr guter Duft. Gibt es leider auch nicht mehr. Das ist ein sehr schöner, frischer Duft. Finde ich perfekt so für Januar, Februar, wenn man eben nach diesen ganzen Weihnachtsdüften einfach was Frisches haben möchte. Da haben wir aber noch mehr im Sortiment, also was so in die Richtung geht. Wenn ihr da einfach Empfehlungen braucht, könnt ihr euch auch jederzeit bei mir melden. Ihr findet auch meine Kontaktdaten in der Infobox. Also ihr könnt mir auch einfach jederzeit in WhatsApp schreiben. Und dann kann ich euch dann natürlich auch ein paar Duftempfehlungen durchgeben oder wenn ihr einfach irgendwelche anderen Fragen habt. So, dann habe ich hier noch einmal Just For You. Das ist ein Duft, der geht so in die Waldrichtung. Dann habe ich einen Sensi Fresh in der Duftrichtung Clothesline. Der war im Flash Sale und ich habe mich mega gefreut. Also der ist für mich, weil Clothesline wurde aus dem Sortiment genommen und da war ich schockiert und ganz viele andere auch. Ist für mich einer der besten Wäschedüfte gewesen. Also es ist so ein richtig einfach frischer, sauberer Duft. Und der Sensi Fresh, also der Textilerfrischer davon, ist einfach auch mega. Und deswegen musste der auf jeden Fall sein. Und was auch auf jeden Fall sein muss, und das ist auch für mich, ist unsere Körpercreme. Die gab es auch, und zwar in der Duftrichtung Scarlet Sunflower. Fand ich mega, weil wir haben ja erstens keine Bodycreme im Sortiment, sondern nur Handcreme. Und der Duft ist auch mega. Also ich feiere den im Moment total als Putzmittel. Ich habe den Counter Clean davon aktuell in der Küche. Und wenn ich damit putze, die komplette Küche riecht einfach super gut. Also es ist ein sehr, sehr leckerer Duft. Gar nicht unbedingt so in die Weihnachtsrichtung. Also ich würde den das ganze Jahr über nutzen. Riecht schön süßlich, blumig, Sonnenblumen. Also der ist richtig, richtig toll. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch kommt. Ja, wie ich es vermutet habe, haben wir hier ein Badesalz und zwar in der Duftrichtung Watermelon Tangerine, also Wassermelone, Sommerduft. Da war ich auch sehr traurig, muss ich sagen, dass unser Badesalz aus dem Sortiment gegangen ist. Ich liebe es, ich habe Gott sei Dank noch genug da. Also ich habe mich, wo ich wusste, dass es Badesalz geht, habe ich mich eingedeckt, weil ich unser Badesalz liebe. Also es ist wirklich für mich mit das Beste. Es ist einfach so, Sensi-Duft in der Wanne ist Entspannung pur und einfach für die Haut auch. Also dieses Hautgefühl ist einfach extrem gut. So, habe ich hier noch irgendwas? Einmal Go-Go Mango Körperspray. Dann haben wir ein Zuckerpeeling in der Duftrichtung Luna. Ich glaube, davon findet ihr tatsächlich auch einige Sachen momentan noch in der Schatztruhe. Und das sind, wie gesagt, auch Sachen, die man immer super gut verschenken kann. Also Nikolaus, Weihnachten kommt ja jetzt alles. Oder im Adventskalender. Übrigens habe ich ein Adventspecial. Ich habe ja persönliche Adventskalender angeboten und Adventstürchen. Und einige oder viele haben die verpasst und haben dann gefragt, oh, ich möchte auch. Und deswegen habe ich ein Weihnachtsspecial mir überlegt. Und wer das gerne wissen möchte, der darf mir auch sehr gerne eine E-Mail oder in WhatsApp schreiben. Und dann kann ich euch das sehr gerne durchschicken. Also es ist ein persönliches Special von mir und nicht von Sensi direkt. So, und einmal habe ich Washer-Whiffs mitbestellt und zwar in der Duftrichtung Cranberry in Tinsel. Ich liebe ja unsere Wäscheprodukte und ich kenne den nicht, also da bin ich jetzt tatsächlich gespannt drauf. Ich wasche aktuell wieder total gern mit Fluffy Fleece, also da gibt es auch eine Empfehlung von mir. Das ist ein unglaublich guter Duft, der ist schön intensiv und passt jetzt einfach zu der kalten Jahreszeit. Also meine Waschmaschine, Trockner laufen auch gerade und der Duft ist mega. Also wenn ihr Duft für die Wäsche sucht,
Fluffy Fleece ganz normal im Sortiment. Fidschi Flower finde ich auch immer noch mega, aber das ist für mich eher so der Sommerduft und ich finde es irgendwie total cool, dass wir auch, was die Wäsche angeht, mit dem Wäscheduft mit der Jahreszeit mitgehen können. Ja, unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht probiert habt. Auch da habt ihr, wie gesagt, eine Zufriedenheitsgarantie. Und da ich eben unsere Wäschedüfte und Produkte so liebe, war der aus dem Flash Sale für mich jetzt ein Muss, weil ich unbedingt gucken wollte, wie der ist, wie der riecht. Der ist schon gut. Das ist halt, der hat so einen richtigen Weihnachtshauch mit drin. Der hat eine süßliche Richtung, so nach Winterbeeren, ein bisschen Tannengrün aber mit drin. Also lecker, freue ich mich drauf. Hebe ich auf bis kurz vor Weihnachten, dann wasche ich die Wäsche damit, dann riecht die auch ein bisschen weihnachtlich. Also ihr seht schon, Sensi ist einfach so viel mehr wie nur Duft und Duftlampe. Ich habe das heute auch wieder in meiner Instagram-Story gepostet, weil man manchmal so Tage hat. Also wir hatten jetzt einen grandiosen Monatsabschluss. Also der Oktober war von den Zahlen her, von den Teamzahlen her einfach unglaublich gut. Und es sind dann so Tage, wo einem bewusst wird, wie dankbar man eigentlich sein kann. Also dankbar, dass man diesen Schritt damals gemacht hat, um Berater zu werden, weil ganz viele, ja, haben damals nicht daran geglaubt, haben, ja, vielleicht auch geredet haben, sich ihren Teil gedacht, wie auch immer, dass man damit so weit kommen kann, hätte keiner geglaubt, auch ich selber nicht. Und ja, natürlich auch dankbar für die ganzen Kunden, die man hat. Also so liebe Kunden, die einem einfach immer treu sind, einen unterstützen mit den Bestellungen immer wieder, mit dem Vertrauen, weil sie zum Beispiel ebenso persönliche Specials kaufen. Ja, das sind so Momente, so Tage, wo einem das dann immer bewusst wird, wie viel Glück würde ich jetzt gar nicht sagen, weil es war kein Glück. Es kann jeder, also jeder kann auf den Startbutton drücken und sich als Beraterin anmelden. Es war schon Arbeit, aber halt Arbeit, die mir unglaublich viel Spaß macht, die ich sehr, sehr liebe, die einfach mit meiner Familie, mit den Kindern zu vereinbaren ist. Und ich habe so viele tolle Menschen dadurch kennengelernt, ob das jetzt Kunden sind oder Teammitglieder. Und ich bin einfach so dankbar. Ich bin dankbar über jede Bestellung, die über meine Website reinkommt, über jeden, der bei meiner Sammelbestellung teilnimmt, weil ja, ihr einfach diesen Traum, den ich habe, damit unterstützt. Und das ist ganz egal, ob ihr eine Hogwarts-Duftlampe kauft oder einen Duftbar oder das, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also ich bin unheimlich dankbar dafür und ich finde, das sollte man auch hin und wieder ja, einfach mal sagen, dass es nicht selbstverständlich ist. Also für mich ist keine Bestellung selbstverständlich. Ja, und das damit einfach das Ganze ohne würde es nicht funktionieren. Ja, und bevor wir jetzt mehr in diese emotionale Schiene rutschen, machen wir den letzten Karton auf. Oh, der ist auch so schwer. Und dann will ich die Hogwarts-Lampe noch kurz aufstellen, um euch zu zeigen. Denn wie gesagt, die könnt ihr ja noch bestellen. Genauso wie unsere limitierte und nummerierte Weihnachtsduftlampe. Wunderschön, ein riesengroßer Schneemann mit Motor. Das heißt, ihr habt einen Schneekugeleffekt in der Lampe. Die ist natürlich etwas hochpreisiger, aber die ist jeden Cent wert. Also das ist einfach ein Sammlerstück. Wie gesagt, die ist wirklich limitiert. Da ist jede einzelne Lampe ist nummeriert und die ist wunderschön. Und es ist halt eine einmalige Anschaffung. Also man hat ja sein Leben lang Freude dran, ja. Und ja, die ist einfach toll. Aber die gibt es auch nur noch, solange der Vorrat reicht. Und ich denke, dass sie nicht mehr lang da sein wird. Also die limitierten Lampen sind in der Regel immer schnell vergriffen. Letztes Jahr war sie, glaube ich, keine halbe Stunde da. Okay, jetzt muss ich hier ein bisschen Platz machen. So. Also, ich habe hier erstmal einen ganzen Schwung Zen-Circle. Das sind meine, ich brauche immer Zen-Circle. Viele von euch wissen warum. Ich darf das immer nicht so sagen, weil persönliche Special, persönliche Angebote und so weiter. Aber Fakt ist, ich brauche immer Zen-Circle zu Hause. Und wenn ich Partys auflöse, also meine Partys, kommen immer Zen-Circle mit in die Prämien rein. Das ist auch so ein Punkt, wenn man Beraterin ist. Man hat einfach gewisse Vorteile. Das heißt, man kann wie Gastgeber auch Prämien für sich selbst nutzen. Und ich nutze die eben in der Regel gern für meine Kunden, weil ich einfach dadurch die Möglichkeit habe, eben diese Dankbarkeit auch ein bisschen zu zeigen und einfach was zurückzugeben. Das ist mir einfach wichtig. Genau, ich habe dreimal
Zentzirkel Polarbärhack. Dann habe ich 3x, 4x, 5x, 5x, 5x Fluffy Fleece. Also ich habe ein bisschen bunt durchgemischt in den Winterdüften, die ich sehr mag. Dann habe ich 2x Mulled Cider in Spice. Der war Schatztruhe oder Flash Sale, Schatztruhe, glaube ich. Ich glaube, der ist in der Schatztruhe. Ich glaube, den könnt ihr noch bestellen. Das ist kein normaler Sendzirkel, sondern ein 3D-Sendzirkel. Das wird quasi so eine Christbaumkugel. Also Autoduft. So, dann habe ich Snuggle Up. 3x. Das ist ein sehr, sehr guter Duft. Ich habe den gerade im Schlafzimmer. Ich finde, es ist ein total angenehmer, schöner Duft. Und dann darf natürlich nicht fehlen. Ja, wir haben jetzt wieder Herbst, Winter. Cozy Cardigan. Bin gerade ein bisschen, ich glaube, mir fehlt einmal Fluffy Fleece. Ich muss das dann gleich mal kontrollieren. So, 6x Cozy Cardigan Scent Circle und 3x Lights Out. Wo ist denn hier mein Schein? Ja gut, guck ich dann. Dann habe ich hier einmal eine Duftlampe Gold Mist. Liebe Sandra, falls du das Video sehen solltest, das ist deine. Wird heute gleich verpackt und geht auf die Reise. Packe ich jetzt auch nicht auf, weil es eben eine Kundenbestellung ist. Aber ich blende euch mal ein. Das ist eine ganz, 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 ganz schöne Lampe, wo ich finde, das könnte auch ein echt schönes Weihnachtsgeschenk sein. Ist auch preislich, finde ich, völlig im Rahmen. Ihr müsst ja auch überlegen, dass ihr, wie gesagt, diese lebenslange Garantie auf die Produkte habt. Ihr habt die Handarbeit. Ihr habt quasi den Service eurer Beraterin, die immer da ist, wenn ihr Probleme habt, wenn was kaputt geht, wenn was nicht passt. Ja, von daher, ich finde nicht, dass Sensi zu teuer ist, weil das ja oft mal gesagt wird. Ich finde, dass Sensi definitiv seinen Preis wert ist. Und ich finde, diese Wohlfühlmomente, die man sich quasi mit unseren Duftlampen und unseren Düften ins Haus holt, die sind unbezahlbar. Also ich möchte es nicht mehr missen. Und ich bin jetzt schon gerade ein bisschen genervt, weil mein Duft nicht mehr riecht. Und da gibt es heute auf jeden Fall auch noch einen Duftwechsel. Definitiv unseren Duft des Monats November. Das ist eine absolute Empfehlung von mir. Blende ich euch jetzt auch hier ein. So einen guten Duft habe ich wirklich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe es in meiner Instagram-Story schon ganz oft erzählt. Der ist mega. Die Minze ist mehr so im Hintergrund. Und am Anfang dachte ich mir so, naja, also wo ich so reingerochen habe in den Bar, dachte ich mir so, naja, passt schon. Und da habe ich Duftproben gegossen und der ist der Knaller, wirklich. Also da verströmt eine Atmosphäre im Haus, so warm und angenehm und richtig, richtig schön. Den kann ich euch nur ins Herz legen. Also bei mir kommt er ins Abo, ich möchte den nicht mehr verlieren, ich möchte den für immer haben. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, auf was ich hinaus wollte. Ja, den kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Falls ihr was bestellen wollt, packt euch den mit rein. Gibt es mit 10% Rabatt für 7,65. Und wenn ihr über meine Website bestellt, ihr könnt euch auch gerne immer einen persönlichen Shopping-Link anlegen lassen bei mir. Einfach kurz durchschreiben. Dauert 2 Minuten und dann könnt ihr quasi doppelt sammeln und könnt euch am Ende tolle Prämien holen. Ja, Schatz? Du willst was essen. Was möchtest du essen? Er weiß es nicht. Das ist immer toll, wenn die Kinder was essen wollen, aber sie wissen nicht was. Darf ich das noch kurz fertig machen und dann mache ich dir was? Ich bin Hunger. Du hast Hunger? Okay, dann muss ich nochmal abbrechen. Ich hoffe, dass jetzt alle erstmal so weit versorgt sind, dass ich das Video zu Ende machen kann, aber man weiß es nie. So, deswegen geht es jetzt hier gleich mal weiter. Und zwar habe ich Duftblumen in der Duftrichtung Christmas Cottage. Das heißt, wenn ihr eine Kleinigkeit sucht, die ihr verschenken könnt, ja, Duftblumen gehen immer, immer und für jeden. Ihr braucht keine Steckdose, ihr habt was fürs Auge, was wirklich schön ausschaut und was noch wirklich schönen Weihnachtsduft abgibt. Christmas Cottage ist natürlich der ultimative Weihnachtsduft schlechthin und vom Preis her mit nicht mal 23 Euro, finde ich, ist es auch absolut machbar. Duftblumen, ich bin ein großer Fan davon, wisst ihr, ich finde, man kann die direkt so, wie sie kommen, verschenken, weil sie einfach auch schön aussehen. Ihr könnt die auch im Spaßset bestellen. Das heißt, wenn ihr mehrere nehmt, wird es günstiger. Schaut auf jeden Fall auch immer unter Kombinieren und Sparen rein. Genau, und ich habe hier noch eine Duftblume. Und zwar, was ist das hier? Positively Pink, die habe ich mir noch mitbestellt. Die ist aus unserer Spendenkollektion, die ist jetzt leider nicht mehr erhältlich. Die gab es ja nur bis 31.10.
Und da musste ich mir auch Duftblume mitbestellen, weil ich ein paar Duftblumen habe, die ich jetzt teilweise ja auswechseln muss. Die stehen aber auch wirklich schon monatelang. Und jetzt wird es Zeit für was Neues. Und der Duft ist halt einfach auch wirklich mega. Das ist auch eine Blume, die sich wieder einfärbt. Ja, stelle ich das jetzt noch hin. Jetzt wird hier langsam ein bisschen eng. Ihr seht schon, das ist alles improvisiert heute. Ich habe mein Handy an einer Colaflasche angelehnt. Egal. Ihr wisst, bei mir gibt es keine perfekten Videos. Ist einfach so. So, und dann habe ich noch einmal Washer Whiffs, und zwar in der Duftrichtung White Amber Antique. Das ist ein neuer, den haben wir seit dieser Saison im Sortiment. Und der ist für alle, die so diese leicht männlich angehauchten Düfte mögen, so mit bisschen hölzern die Richtung. Ich sage immer frisch geduschter Mann. Aber wenn ich den so rieche, so für die Wäsche, auch sehr lecker. Obwohl ich jetzt eigentlich nicht so der Fan bin von diesen Düften, aber der muss unbedingt auch getestet werden. Ich finde es immer wichtig als Beraterin, dass man einfach die Sachen zu Hause auch selber ausprobiert, dass man natürlich auch seinen Kunden ein Feedback geben kann. Wie finde ich das jetzt selber? Ist er gut? Ist er schlecht? Passt so? Hat natürlich nichts damit zu tun, wie der Kunde das dann selbst empfindet, weil jeder hat einfach ein anderes Duftempfinden, jeder hat einen anderen Geschmack, ist auch gut so. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man so seine eigene Meinung zu den Produkten auch wiedergeben kann. Und dann habe ich hier noch einen Karton. Ich nehme an, das sind Bars drin. Die kommen ja dann öfter noch mal so einzeln verpackt, wenn man eine größere Bestellung hat. Und ich hoffe sehr, dass jetzt da mein Favoriten-Weihnachtsduft dabei ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihn mitbestellt habe, aber ich glaube schon. Ja. So ein Duft, der bei niemandem fehlen darf. Bei niemandem. Winterberry Apple Tea ist einfach der Weihnachtsduft schlechthin. Und ihr seht schon 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Das war's, was Winterberry Apple Tea angeht. Da gehören einige mir. Ich muss mal gucken, was da meinen Kunden gehört, was mir gehört. Aber wenn ihr noch bestellt, packt auf jeden Fall Winterberry Apple Tea mit rein. Wenn ihr 6 Stück bestellt, ist einer gratis. Das heißt, ihr zahlt nur 5. Kann ich jedem nur empfehlen, unsere Sparsets. Und das ist einfach der allerbeste Duft. Duftet nach Wintertee, Gemütlichkeit, Glühwein. Und das ist wirklich ein Duft, der ewig in der Lampe riecht. Ich finde, das ist der Duft, der am allerlängsten den Duft behält. Also den könnte man wahrscheinlich 2 Wochen in der Lampe lassen. So lange halte ich aber persönlich nicht aus, weil ich einfach regelmäßig meinen Duftwechsel brauche. Aber der ist einfach mega. Und ich freue mich jedes Jahr, wenn der Herbst kommt, dass ich diesen Duft in die Lampe legen kann. Dann habe ich hier noch einmal Schimmer. Das ist für eine Kundin. Dann habe ich Magnolia Leinen. Golden Garland, also das sind alles Kundenbestellungen. Lights Out, auch ein sehr, sehr guter Schlafzimmerduft oder Wohnzimmerduft. Luna, einer der Bestseller. Und dann habe ich hier noch Düfte, die bald wieder erhältlich sind. Das heißt, es gibt wieder Duftprobennachschub. Das sind 3 Stück, die bald kommen, und zwar in unserer Frozen-Kollektion. Bald ist es soweit. Den einen habe ich jetzt gerade nicht da, den habe ich oben liegen, den Elsa-Duft, den habe ich nämlich im Club-Abo, deswegen habe ich den hier nicht mitbestellt, weil ich ihn quasi schon daheim habe. Und zwar kommt einmal unser Olaf-Duft zurück und einmal Born to Lead. Der Olaf-Duft ist auch absolut gut. Vorhin habe ich es euch gesagt, Swirling Snowflakes, dass wir da ähnliche Sachen im Sortiment haben. Und Olaf, wenn wieder kommt, ist auch ein super schöner, frischer, aber auch warmer Duft, der einen quasi so einhüllt, mit Minze drin. Also der ist auch sehr lecker. Und ich glaube, der hat mir nicht so gefallen, dieser Born to Lead. Aber ich schnupper mal ganz kurz rein. Und dann gibt es noch die Harry Potter Lampe. Und dann sind wir auch am Ende, weil ich glaube, sonst sprengt es das Video. Doch, der ist gut.
Ich bin jetzt ganz schockiert, weil ich bilde mir ein, den gab es ja schon mal, ich bilde mir ein, dass er mir da nicht gefallen hat. Ich dachte, der ist waldig gewesen. Aber der riecht echt lecker. So nach Beeren. Ich bin jetzt wirklich überrascht, weil ich dachte, der gefällt mir nicht. Süßlich. Süßlich, leicht, bärig. Ich blende euch die Duftbeschreibung ein. Doch, der ist echt gut. So, und jetzt brechen wir nochmal ab. Ich will die Hogwarts-Lampe aufstellen. Zeige ich euch noch, verabschiede mich aber schon, weil ich mein Gesicht nicht mehr zeigen werde. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Und wie gesagt, springt unbedingt auf die Website, schaut in die Schatztruhe, macht eure Weihnachtseinkäufe. Ich freue mich sehr. Und ja, ich mache mich heute ans Duftprobengießen, denn wenn dann bestellt wird, gehen natürlich auch wieder Happy Mails raus. Und da sollt ihr natürlich neue Düfte zum Schnuppern haben. Insofern sage ich jetzt schon mal danke fürs Zuschauen und jetzt gucken wir uns noch die Hogwarts-Lampe an. Ich habe jetzt einmal kurz den Blitz angemacht, dass ihr das ein bisschen besser erkennt. Also seht ihr das, wie hier das Glitzer schön eingearbeitet ist, auch auf den Türmen der Lampe. Ich finde die echt schön, also richtig, richtig toll. Auch hier unten. Ich finde, es ist ein richtiger Blickfang. Finde es ja echt schön. Also ich finde wirklich, da kann man sich wirklich selber damit beschenken oder andere glücklich machen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich mache jetzt mal den Blitz vielleicht aus. Geht das? Ja. Und jetzt machen wir die mal an. Oh, guckt mal, wie schön die ist. Also erstens haben wir hier so ein blaues Licht eingearbeitet. Das heißt, hier oben ist sie dann quasi heller und hier unten kommt dann dieser Blauschatten rein. Und jetzt guckt mal, ich meine, gut, meine Küchenwand ist jetzt nicht perfekt dafür ausgelegt, weil die natürlich jetzt so eine Steinoptik hat. Aber hier seht ihr den Harry auf seinem Besen und den Schriftzug Christmas at Hogwarts. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch vergrößern, je nachdem, wie weit ihr die Lampe von der Wand wegschiebt oder kleiner machen. Ich finde es total schön. Wirklich, also wie gesagt, gibt es aktuell noch. Springt mal rüber und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid.